Moin moin und hallo, mein Name ist Klaus Berger und hier sind Star Citizen Neuigkeiten in 99 Sekunden. Die Entwicklung eines Computerspiels ist ein ewiges Auf und Ab zwischen neuen Features und dem Beseitigen von Programmfehlern, den sogenannten Bugs. In der gerade erschienenen Ausgabe von Around the Verse konnten wir mit dem neuen Format Burndown einen tieferen Einblick in den Prozess der Käferbeseitigung erhalten. Bereits im Freitags-Update der letzten Woche haben die Entwickler eine Matrix mit allen Fehlern veröffentlicht, welche noch dem Aushändigen der nächsten Alpha an externe Tester, also nicht CIG-Mitarbeitern, im Wege stehen. Diese Aufstellung bestand aus 90 Fehlern in unterschiedlicher Ausprägung, von schweren Fehlern, den Blockern, bis hin zu trivialen Störern des Spielerlebnisses. Die insgesamte Fehlermenge ist noch einmal deutlich höher, dies geht jedoch nicht nur für das Multiplayer-Verse, sondern für das gesamte Projekt inklusive Squadron 42. Neben dem Spielerfeedback, was jeder über den Issue Council genannten Bugmeldebereich einbringen kann, ist die Quality Assurance, also Qualitätssicherung, die derzeit gefragteste Abteilung bei CIG. Hier werden die Features, die die Entwickler über Tage und Wochen wie Babys großgezogen haben, geprüft und dem Entwickler am Ende gesagt, dass ihre Babys ziemlich, nun ja, nicht sehr hübsch sind. Da kann es dann auch mal beim Ursa Rover dazu kommen, dass die Reifen abhanden kommen oder dass das Fahrzeug trotz seiner drei Achsen und großen Räder einfach einmal stecken bleibt. Es ist also offensichtlich, dass noch viel mehr Arbeit in den nächsten Wochen investiert werden muss, um eine spielbare Alpha 3.0 an alle Weltraumbürger herauszugeben. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr noch zu den weiteren Entwicklungen und möglichen Verzögerungen auf dem aktuellsten Stand bleiben wollt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und das Abonnieren des Klausberger Kanals freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, oder wie es echte Star Citizen sagen, See you in the Verse!